Hallo liebe Rampensicher TV-Zuschauer, heute bin ich ausnahmsweise mal nicht mit der Kamera in Rampensicher-Miesenbach unterwegs, sondern hier im OK Kaiserslautern Studio. Das Ferienprogramm, welches vom Jugendbüro mit Volker Hammes zusammengestellt wurde, bietet übrigens eine großartige Vielfältigkeit für Kinder und Jugendliche an. Schaut doch einfach mal rein oder kommt einfach mal beim Jugendbüro selbst vorbei, es wird sich lohnen. Natürlich war Rampensicher TV letzte Woche schon fleißig unterwegs, zum Beispiel... Beim TCR Tennisspielen zum Kennenlernen. Beim Sportspiele-Spaß-Programm des SV Miesenbach mit der Tennisabteilung. Und beim Basketballcamp in der Realschule Plus. Ja, während Rampensicher TV weiterhin fleißig das Ferienprogramm medial begleitet, haben die vierten Klassen der Wendinus-Grundschule ihren Abschluss gefeiert. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Hier ein paar Einblicke von der Supershow Rammstein sucht die Superschüler. Bitte sehr. Wir dürfen uns Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Leila Schlaumeier und mein Name ist Lena Alleswisser. Wir führen Sie heute Abend durch unsere Rateshow. Mit viel Freude, Engagement und Spaß wurde von den Kindern der vierten Klassenstufe zusammen mit den Lehrkräften ein schuleigenes Projekt namens Rammstein sucht die Superschüler entwickelt, welches viele Talente präsentierte, wie zum Beispiel Drehbuchschreiben, Schauspielern, Tanzen, Musizieren, Singen, die Kunst im bildnerischen Bereich sowie tolle Akrobatik. In diesem Konzept konnte jedes Kind individuell seine Stärke und Talente entdecken und gefördert werden. Good morning, boys and girls. Good morning, Mr. Adams. You may sit down. Okay, let's get started. Malika, what are you drinking? Coke. At school? Yes. No Coke at school. You need books at school. Ninos, what are you eating? Candies! While we're checking our homework? Candies. No candies at school. You need books at school. Good morning, boys and girls. Good morning, Principal Ulrich. You may sit. Good morning, Principal Ulrich. Good Mr. Adams, are you drinking Coke in school? Yes! And you're reading comics while the kids have to work? Yes! And you're using your iPhone during the last? Yes! And you're eating candies
without giving any of those to the kids? Yes, Mr. Adams, I think I know you better. You've got a big, big problem. I see you in my office in 10 minutes. You need books at school. Wie heißt unsere Landeshauptstadt? Mainz, da waren wir doch erst. Das war vielleicht toll. Erinnerst du dich noch an das Gutenberg-Museum? Dort haben wir gesehen, wie man druckt. Und die Schiffe im Museum für antike Schifffahrt waren echt cool. Bitte keine Romane. Die Wendelinus-Grundschule ist eine Schule für alle, das bedeutet Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, mit und ohne sonderpädagogischen Förderungsbedarf lernen gemeinsam in einer Klasse im Sinne der Inklusion. Zurzeit besuchen 330 Kinder aus vielen verschiedenen Nationen die Schule und werden in soziale, kulturelle, sprachliche Inklusion integriert. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gauche, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes. Ah. Bonjour Pierre. Bonjour docteur. Tu es malade. Pierre? Oui, je suis très malade. J'ai mal à la tête. Pauvre Pierre. J'ai mal à la gauche. Pauvre Pierre. J'ai mal au ventre. Pauvre Pierre. J'ai mal aux jambes. Une petite piqûre et ça va bien. Oh non, docteur, ça va bien, ça va bien. Ach ja, Sie kennen mich ja alle, oder? Mein Name ist Pablo Picasso. Mein Leben war sehr bunt. Ich wurde 1881 in Malaga in Spanien geboren. Mit 13 Jahren konnte ich schon exzellent malen. Im Alter von 15 Jahren hatte ich schon mein eigenes Atelier in Spanien. Aber es zog mich in die Kunstmetropole Paris. Dort lebte ich ziemlich lange. Ich malte viele Frauenporträts, denn ich liebe Frauen. Diese sind in vielen meiner Bilder zu finden und haben immer wieder einen Wiedererkennungseffekt. Ein ganz berühmtes Bild von mir ist auch die Friedenstaube. Viele Collagen, wie zum Beispiel die Gitarre, habe ich ebenfalls geschaffen. In meinen Werken finden sich immer wieder kubistische Elemente. Ach, das verstehen Sie nicht. Das sind geometrische Grundformen. Viele Werke von mir sind in Museen ausgestellt. Ja, gib mir ein Museum und ich werde es füllen. Sie, Damen Museo y yo lo llenaré. Später kaufte ich mir ein Schloss in der Provence in Südfrankreich. Ich genoss diese Zeit. 1973 starb ich und wurde in meinem Schlossgarten beerdigt. Liebe Kinder, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn du erwachsen bist.
Buenos niños, cada niño es un pintor. El problema está en seguir siéndolo cuando eres mayor. Eine super Leistung von den Superschülern der Wendelinus Grundschule. Macht weiter so, das ist eine super Sache. Ramsfeld TV wird auch diese Woche wieder fleißig unterwegs sein beim Ferienprogramm. Zum Beispiel werden wir am Donnerstag, dem 4. August beim Superferienprogrammtag in Hüttlinghausen vorbeischauen, beim Spielfest in Schrollbach am Samstag, den 6. August, beim Spielenachmittag der Wasserspiele mit der DLRG im Arthur-Schwimmbad und auch den Grundschülern der Ferienbetreuung im Mehrgenerationenhaus werde ich einen Besuch abstatten. So, liebe Zuschauer, das war schon wieder mit Ramstedt TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren oder auf Facebook Ramstedt TV liken. Dann verpasst ihr auch garantiert nichts mehr. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Genießt die Sonne und ja, habt Spaß beim Ferienprogramm. Bis zum nächsten Mal mit Ramstedt TV.